Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 16. Um Zeit. Die Eintracht spielt erst um 8:30. Okay. Den Tagesordnungspunkt 16, Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Einigung bei Finanzierung für den öffentlichen Nahverkehr, Kompromiss Nutzer Verkehrsscheibe Hessen. Wir rufen das auf mit dem Antrag Tagesordnungspunkt 22, die Fraktion DIE LINKE betreffend Nahverkehr stärken, Angebot ausbauen, Preise senken, neue Finanzierungsmöglichkeiten für Bus und Bahn schaffen. Wir öffnen die Aussprache. Das Wort hat zunächst Frau Kollegin Müller von den GRÜNEN. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als wir den Antrag im November eingebracht haben, waren wir alle hier froh über die Einigung im Bund, dass die Regionalisierungsmittel bis 2031 gesichert sind und dass es eine Einigung der Verkehrsminister unter Mithilfe von Hessen gab, einen Verteilungsschlüssel über die Mittel herzustellen. Jetzt ist die Zeit ins Land gegangen, und wir sehen, es gibt noch ein bisschen zu tun. Denn im Bund ist es nicht so, dass der Verteilschlüssel bis jetzt festgelegt wurde. Man hatte sich auf 8 Milliarden € verständigt. Gefordert nach einem Gutachten waren 8,5 Milliarden €. Unter der Prämisse hatten auch die Ostländer zugestimmt. Jetzt sind es 8 Milliarden €, was wir als guten Kompromiss ansehen. Allerdings wird die Verteilung jetzt schwierig. Da die Länder das untereinander nicht hinbekommen werden, ist also der Bund gefordert, da einen Vorschlag zu machen, dass auch endlich die Regionalisierungsmittel an die Länder weitergeleitet werden können und es hier auch zu den entsprechenden Finanzierungsverträgen kommt. Deswegen ist es gut, dass wir heute darüber reden und noch einmal ein starkes Signal an den Bund setzen. Denn der ÖPNV ist nicht nur das Rückgrat für die Mobilität, sowohl im Rhein-Main-Gebiet, aber auch in den ländlichen Räumen und auch in Nordhessen, sondern sie ist auch Teil der Energiewende. Ohne eine Verlagerung des Individualverkehrs auf den öffentlichen Verkehr werden wir die Energiewende nicht erreichen. Und da ist es im Moment so, dass wir noch einen weiteren Ausbau brauchen, aber mehr die Verknüpfung in den Blick nehmen sollten, nämlich nicht mehr nur noch schauen, welchen Verkehrsträger betrachten wir, sondern wie ist der Weg von A nach B zu gestalten. Und da ist der ÖPNV das Rückgrat. Und dass es eine Erfolgsgeschichte ist, haben wir hier auch schon im Landtag gefeiert. Der RMV war letztes Jahr 15 Jahre alt. Die Fahrgastzahlen sind von 1996 von 530 Millionen € auf 722 Millionen € gestiegen. Das zeigt, wir haben ein attraktives Angebot. Wir brauchen einen Ausbau. Die Ausbauprojekte kennen Sie alle, die Nordmainische S-Bahn zum Beispiel, die Regionaltangente West, aber auch die Reaktivierung der Strecke Frankenberg-Korbach ist eine Erfolgsgeschichte. Die Fahrgastzahlen sind höher als erwartet. All das muss verlässlich finanziert werden, nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Betriebskosten. Deswegen ist der Kompromiss gut, aber die weitere Entscheidung muss auch noch kommen. Vor allen Dingen waren bei dem Kompromiss ja auch die Stations- und Trassenpreise enthalten, die immer überproportional gestiegen sind. Die Dynamisierung lag bei 1,5 %, jetzt ist sie bei 1,8 %. Die Stations- und Trassenpreise sind um ein Mehrfaches gestiegen. Deswegen war in dem Kompromiss auch festgelegt worden, dass diese gedeckelt werden sollten. Auch da hat der Bund noch nicht die gewünschte Entscheidung getroffen. Und wenn es nicht zu Änderungen kommt, dann würden die erhöhten Stations- und Trassenpreise die erhöhte Dynamisierung ganz schnell wieder aufretten. So. Jetzt will ich noch kurz etwas zum Antrag der LINKEN sagen. Sie fordern ja einiges Richtiges, aber auch nicht alles. Einiges können wir auch unterschreiben, z.B. der Punkt 2 in Ihrem Antrag ist fast identisch mit Punkt 1 unseres Antrags. Von daher da gibt es keinen Dissens. Die Steigerung des Anteils von ÖPNV und Rad- und Fußverkehr sind wir auch einer Meinung. Und da tut diese Landesregierung ja auch einiges. Wir haben ja die AG Nahmobilität jetzt im März gegründet. Da werden die Kommunen unterstützt, auch mehr für das Thema Barrierefreiheit, Rad- und Fußverkehr, integrierte Stadtentwicklung zu tun. Ich denke, das ist auf einem guten Weg. Da kann man natürlich immer noch mehr machen, aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Das Thema
Das Thema Nutznießerfinanzierung, das Sie angesprochen haben, ist kein leichtes. Also, wir haben es auch im Koalitionsvertrag als Prüfantrag stehen. Es gibt da auch bereits, ja, das tun wir ja auch, und wir werden es auch umsetzen. Es gibt auch mehrere Gutachten schon des Landes. Wir haben eine Veranstaltung dazu gemacht. Und da liegt die Frage natürlich auch immer im Detail. Also, die Kommunen wollen oftmals etwas anderes als die Nutzerinnen und Nutzer. Dann muss man darauf aufpassen, wenn man neue Einnahmequellen generiert, dass die nicht wieder aufgefressen werden, indem man an anderer Stelle kürzt. Also kein leichtes Thema, aber auch da sind wir dran. Immer im Blick, es muss einen Mehrwert für alle Nutzerinnen und Nutzer haben. Auch zum Thema Arbeitskreis. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Es hat schon einige Arbeitskreise gegeben zum Thema ÖPNV-Finanzierung. Wird uns auch weiter beschäftigen. In Nordrhein-Westfalen hat eine Zukunftskommission getagt, die Handlungsempfehlungen gegeben hat. Das muss man alles sich angucken und dann auch natürlich umsetzen. Wir werden uns den Herausforderungen stellen, und wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Zunächst erst einmal für die Unterstützung für unseren Antrag. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Ich bräuchte ein paar Leihklatsche oder so. Ja. Sie klatschen mit, Herr Lenders. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, erst einmal vielen Dank für die freundlichen Worte zu unserem Antrag, Frau Müller. Das freut mich, dass Sie an den meisten Punkten oder an allen Punkten ja zustimmen können. Dann freut es mich, dass wir ja auch mal einen Antrag der LINKEN hier beschließen können. Ja, natürlich ist es gut, dass der Bund seiner Verpflichtung nachkommt, dass die Regionalisierungsmittel wenigstens um den Inflationsausgleich angepasst werden, auch wenn die Einigung durchaus etwas dubios zustande kam, ja im Rahmen der Bund-Länder-Verhandlungen um das Asylpaket. Aber es ist natürlich notwendig, da das Land, gerade weil das Land ja weiterhin keine originären Landesmittel zur Verfügung stellt, leider. Das hatte ja, die GRÜNEN hatten das ja mal vor der Wahl versprochen, leider bis heute nicht umgesetzt. Deswegen bleibt unsere Forderung natürlich, dass auch Landesmittel in den ÖPNV eingesetzt werden müssen. Aber vielen Dank, vielen Dank. Ja. Es reicht auch, ich bin toll, wenn ihr zu fünf klatscht, weil mehr bin ich ja nicht gewohnt in der Regel. Also. Aber ich glaube, diese Mittel werden nicht, ausreichen. Nicht für das, was ja eigentlich dringend notwendig ist, nämlich die Verkehrswende. Das hat eine soziale und eine ökologische Dimension, die natürlich auch ineinander übergehen. Wir haben heute Morgen viel über Klimaschutz diskutiert. Und wir wollen auf der einen Seite natürlich Mobilität für alle gewährleisten. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben muss unabhängig vom Geldbeutel und auch vom Besitz des eigenen Autos gewährleistet sein. Und deshalb muss man natürlich auch die Verkehrsmittel wie Bus und Bahn stärken. Wenn wir also die internationalen Klimaschutzabkommen einhalten wollen, müssen wir die Verkehrspolitik drastisch verändern und den Anteil des Pkw-Verkehrs reduzieren. Das heißt also, attraktive Möglichkeiten zu finden, alternativ zum eigenen Auto. Das heißt aber, wenn man die Menschen zum Umsteigen auf den ÖPNV bewegen will, dann braucht es ein gutes Angebot, bessere Zeiten, verlässliche und flexible Taktangebote. Das heißt, wir brauchen natürlich erhebliche Investitionen auch in den Angebotsausbau. Gleichzeitig brauchen wir aber auch niedrigere Preise, weil die alljährlichen Preiserhöhungen vor allem im Bereich des RMV liegen weit über der Inflationsrate, und sie machen natürlich effektiv den ÖPNV immer teurer und damit eben nicht attraktiver. Ich finde, wir müssen uns die Frage stellen, wie kommen wir zu mehr Investitionen, aber gleichzeitig auch zu niedrigeren Preisen. Und deshalb glauben wir, dass das Streben nach einem immer höheren Kostendeckungsgrad, also das heißt, dass die Nutzer immer mehr selber zur Finanzierung beitragen, ein Problem ist. Deswegen haben wir einen Antrag eingebracht nach neuen Wegen,
zu prüfen, wie neue Wege in der ÖPNV-Finanzierung aussehen können. Da gibt es ja ganz gute Beispiele, z. B. aus Frankreich. Dort gibt es seit Jahrzehnten eine Transportsteuer, die Unternehmen ab 10 Beschäftigten an die Kommunen abführen müssen. Das sorgt für erheblich geringere Kosten für Busse und Bahnen im ganzen Land. In 18 französischen Verkehrsverbünden sind Busse und Bahnen sogar kostenlos. Ich glaube, da gibt es verschiedene Modelle, über die man auch in Deutschland nachdenken kann. Das kann ein sozial gestaffeltes Bürgerticket sein, also dass eben jeder Haushalt 10 bis 20 € im Monat zahlt. Das kann sein, dass man die Gewerbetreibenden mit einbezieht, die ja auch etwas davon haben, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch ihre Kunden sie besser erreichen können. Also ich glaube, da haben wir jetzt auch keine Patentlösung, wo wir sagen, genau so kann das funktionieren. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn sich Bund, Länder, die Kommunen, aber eben auch natürlich die Verbünde an der Stelle zusammensetzen würden, weil wir haben ein Problem in der ÖPNV-Finanzierung. Das ist ja ganz offensichtlich. Wir haben eine Finanzierungslücke. Und ich finde, man kann auch da, also da ÖPNV eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, sollten wir auch versuchen, neue Wege in der Finanzierung zu finden. Ich glaube, das wäre sinnvoll, das zu prüfen und zu schauen, wie man den ÖPNV besser finanzieren kann. Das ist natürlich ein Thema in den Städten, wo der ÖPNV überlastet ist. Aber das ist natürlich auch in allererster Linie ein Thema für den ländlichen Raum, weil wir wissen, dass immer mehr Kommunen im ländlichen Raum faktisch abgehängt sind vom ÖPNV-Angebot. Und das stärkt natürlich den ländlichen Raum nicht, sondern macht ihn weniger attraktiv. Deswegen glaube ich, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land heißt eben auch ein gutes ÖPNV-Angebot. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Nicht, dass Sie erschrecken bei so viel Beifall, aber es war eine reine Unterstützung, sondern wunderbar. Wahrscheinlich, ja. Das wird der Dr. Wilken bei euch mitklatschen. Gut. Ich rufe auf als nächste Wortmeldung Herrn Abg. Eckert für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Insoweit herzlichen Dank für die beiden Anträge. Sie sind ja, Frau Kollegin Müller hat es ja schon angesprochen, etwas länger auch her, Ihr Antrag, um mit der Frage von ÖPNV-Finanzierung sich einmal noch einmal zu beschäftigen, weil am Ende des Tages sich am Grundproblem ja nach wie vor erst einmal noch nichts verändert hat. Deswegen komme ich nachher im Detail noch einmal dazu, das eine oder andere, wo man begrüßt und sich freut. Weiß ich nicht, ob wir heute schon an dem Zeitpunkt sind, etwas zu begrüßen und uns zu freuen, denn am Ende des Tages liegt noch Arbeit vor uns. Denn wie ist denn die Situation in der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen? Und was debattieren wir hier im Hessischen Landtag auch immer und immer wieder in der Frage, wie kommen wir dazu, dass wir nicht nur den Status quo halten, sondern den ÖPNV auch besser machen? Die Fragen des ländlichen Raums hat die Kollegin Wissler angesprochen. Die Frage des Ballungsraums ist angesprochen worden. All diese Debatten beschäftigen uns schon seit Langem. Und ich habe ja jetzt hier die Woche auch gelernt vom Kollegen Rudolph, wenn der Minister Al-Wazir mal etwas gesagt hat, dann ist das so und dann ist das auch richtig. Deswegen in dem Punkt sind wir uns ja hier alle einig, Herr Minister. 2014 haben Sie das gesagt. Der Nahverkehr soll nicht schlechter werden, sondern wir bemühen uns, dass er besser wird. Und am Ende dieses Absatzes kommt das, was ich Ihnen zitieren will. Da bin ich nämlich, glaube ich, bei dem großen Dissens hier. Sie sagen, Herr Minister, wir bräuchten in Hessen mehr Mittel und nicht weniger Mittel, um die Aufgaben erfüllen zu können. Herr Minister, recht haben Sie. Die Frage ist aber doch nur entsprechend, da gehen Sie aus von dem Beschluss der Verkehrsministerkonferenz 2014, wo wir sagen, ja, das ist noch gar nicht das, was wir eigentlich bräuchten, aber auf einem guten Weg. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir, was die Verteilung der Regionalisierungsmittel angeht, für Hessen einen guten Schritt gemacht. Das Ergebnis, was 2015 dann rausgekommen ist, liegt deutlich noch einmal unter dem, was Sie damals so vehement verteidigt haben, als das Minimum, was wir unbedingt brauchen, um den ÖPNV in Hessen ausbauen und weiter vorantreiben zu können. Deswegen hätte ich mich gefreut, Frau Müller, wenn in Ihrem Antrag irgendein Wort doch auch einmal dabei kommt, was ist denn am Ende des Tages die Verantwortung des Landes Hessen, wenn diese Lage im Moment nach 2015, das ist der Kompromiss zwischen den Ländern und dem Bund, und die Frage, was wird dann nachher in Hessen dafür zur Verfügung stehen, dass Sie sich dann zu dem mal endlich hier wieder bekennen, zu dem, was Sie immer wieder gefordert haben, völlig zu Recht, wo wir einander sozusagen auch gegenseitig unterstützt haben und eigentlich der Minister auch immer noch dieser Position früher einmal nachgehangen hat, nämlich die Frage, dass das Land Hessen mit eigenen Mitteln das dann entsprechend dann vorantreiben muss.
Und da brauche ich keine Prüfaufträge, das, was Sie im Koalitionsvertrag beschrieben haben. Denn am Ende sagen Sie, wir diskutieren darüber und schauen einmal, was wir dann brauchen. Wir prüfen. Wenn Sie es schneller haben wollen, gehen Sie einmal zu den Verbünden und fragen doch einmal dort konkret, was dort entsprechend an Defiziten läuft, wo die Lücken sind, damit Sie Ihren Service ausbauen können, aufrechterhalten können in all Ihrer Qualität und dem Ausbau der Qualität, so wie wir es uns hier vorstellen. Denn dann sehen Sie, dass am Ende des Tages wir die ganze Frage nur damit lösen können, dass wir sagen, ja, es gibt einen Kompromiss auf Bundesebene. Mit diesen Mitteln haben wir eine Grundlage geschaffen zur Finanzierung des ÖPNVs in Hessen. Aber am Ende des Tages wissen wir, dass das nicht der letzte Schritt sein kann, weil wir mit eigenen Mitteln diesen Weg vorangehen können. Und deswegen wäre es richtig gewesen, wenn Sie das letztes Jahr schon im Herbst hier beantragt haben. Bei unseren Haushaltsanträgen zum Haushalt 2016, wo wir gesagt haben, wir wissen, dass wir da eine Lücke haben. Und deswegen gehen wir mit dem Vorschlag rein, das entsprechend mit 10 Millionen € im Haushalt mit zu versehen an originären Landesmitteln. Wenn Sie das entsprechend einfach hätten mal unterstützt und mit dazu gestimmt haben, dann wären wir in dem Bereich heute auch in Hessen sicherlich schon weiter. Kollege Frömmrich hat ja eben schon in der Debatte gesagt, manchmal in der Regierung muss man flexibler sein. Flexibilität durch Mobilität ist sicherlich richtig und wichtig, aber eine solche Flexibilität in der eigenen inhaltlichen Position schadet am Ende dem eigenen Anliegen, gerade dann, wenn es ein solcher Kernbestandteil von Verkehrspolitik für das Bundesland Hessen ist. Deswegen, Herr Minister, wenn Sie 2014 den Kompromiss der Verkehrsministerkonferenz deutlich gemacht haben, dass das das Maß ist, was wir an Hessen Minimum brauchen, um unseren ÖPNV in Hessen solide zu finanzieren und ausbauen zu können, und der Bund-Länder-Kompromiss hinter dem zurückbleibt, dann müssen Sie erklären, wie Sie das dann entsprechend auch qualitativ voranbringen müssen. Und dann sind wir an der Frage der Finanzierung, das, was das Land Hessen auch hier zu leisten hat. Am Ende des Tages, meine sehr verehrten Damen und Herren, in beiden Anträgen, es ist schon mit angesprochen worden, viele richtige und wichtige Beschreibungen über die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Frage von Teilhabe, die Frage von Mobilität, insbesondere im ländlichen Raum, die Frage der Verkehrssituation im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main. All diese Punkte sprechen Sie mit an. Ich bin sehr gespannt über so eine Debatte, Frau Kollegin Wissler, die Frage von grundsätzlich Veränderung der öffentlichen Personennahverkehrsfinanzierung und ähnliche Dinge mehr. Wenn jetzt Schwarz-Grün da mitmacht, das sich auch einmal anzuschauen, wie sich das verändert, sind wir sehr gespannt drauf. Am Ende aber in Ihrem eigenen Antrag von Schwarz-Grün, das zu begrüßen, was im ÖPNV-Gesetz steht, dass die Regionalisierungsmittel durchgegeben werden an die Verkehrsverbünde, das ist ein bisschen wenig für einen eigenen Antrag. Deswegen schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber, Herr Minister, Sie haben da noch eine ganze Menge Arbeit vor sich. Und am Ende wird es mit eigenem Landesmittel nur gehen und nicht ohne. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Lenders für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Am Ende einer Plenarwoche wäre es ja jetzt dumm, irgendwelche großen Konflikte hier noch aufzumachen. Ich glaube, dass alle Redner die Aufgaben vom ÖPNV gut beschrieben haben. Und klar, also aus unserer Sicht sind gerade diese Herausforderungen, ÖPNV im ländlichen Raum bezahlbar zu halten und das Angebot vor allen Dingen aufrechtzuerhalten, wird sich am Ende immer darum drehen, wie können wir den ÖPNV dann finanzieren. Meine Damen und Herren, ja, die Landesregierung, Staatsminister Al-Wazir, hat es ja groß angekündigt, die Dynamisierung für die Bundesmittel. Da war einmal die Rede von 2,5 %. Dann waren wir ausgehend von 1,5 %. Dann sind wir bei 1,8 gelandet, 0,3 % mehr. Immerhin, Respekt, trotzdem ein Erfolg. Aber, meine Damen und Herren, das, was meine Vorredner natürlich schon gesagt haben, ist, wie sieht denn das eigentlich aus mit der Dynamisierung der eigenen Landesmittel, den eigenen Anteilen? Wo kommt denn eigenes Landesgeld dann her? Der ÖPNV speist sich zum Teil auch aus den KfA-Mitteln. Und da muss man dann feststellen, wenn man da mal hineinschaut, eine Dynamisierung beim KfA ist überhaupt nicht vorgesehen. Das hätte die Landesregierung schon längst ändern können. Und, meine Damen und Herren, die Frage, wie viel an eigenen Landesmitteln stellen wir denn zur Verfügung,
wollen wir ganz klar auch daran festmachen, wie hoch denn der tatsächliche Bedarf ist und wo auch noch Einsparpotenziale liegen. Für die FDP kann ich deutlich sagen, ja, wir sind auch bereit, eigene Landesmittel zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, dass die Finanzierung durchaus auskömmlich geplant war. Wenn man sich aber die Zeitachse anschaut und den Finanzierungsbedarf vom ÖPNV sich genau anschaut, dann stellt man eben fest, dass es spätestens beim besten Szenario 2018, 2019 nicht mehr reichen wird. Will man das Angebot, und Frau Wissler, da bin ich noch gar nicht dabei, dass man das Angebot ausweiten will, wie Sie das fordern, sondern nur um das Angebot zu halten, wissen wir, dass das nicht mehr auskömmlich ist, das, was im Moment an Mitteln zur Verfügung steht. Und da werden wir nicht drum herum kommen, die Frage zu beantworten, ist das Land bereit, diesen schönen Worten immer Folge zu leisten, sondern auch mal eigenes Geld in die Hand zu nehmen. Wir sind ausdrücklich dazu bereit. Es ist aus unserer Sicht allerdings auch, das ist der Umkehrschluss, da muss man sich die strukturellen Reformen einmal hinschauen. Wir haben in unserer Regierungsverantwortung die Einsparpotenziale der Verbünde versucht zu heben. Auf einer freiwilligen Basis sollten die Synergien genutzt werden. Und wir haben auch klar gesagt, diese Einsparpotenziale, die dort gehoben werden, die sollen aber im Angebot bleiben. Es darf da nicht sein, dass diese Einsparpotenziale dann dazu führen, dass die Mittel des Landes bzw. die Zuwendung, dass die dann gekürzt werden, sondern es sollen diese Mittel im Angebot bleiben. Ich befürchte einfach, dass diese Synergien, die man jetzt auf freiwilliger Basis versucht hat zu heben, dass das mit dieser Freiwilligkeit bisher noch nicht so allzu sehr weit geführt hat. Ich glaube, dass wir die Zusammenarbeit von NVV und RMV auch im Sinne der Fahrgäste nutzen müssen und dass wir diese Synergien stärker heben müssen. Ohne die Bereitschaft, eigenes Geld in die Hand zu nehmen, ohne die Einsparpotenziale, die vor allen Dingen in der Verwaltung, im Management, in der Struktur, im Wasserkopf liegen, ohne die zu heben, wird es dann am Ende zu Einschränkungen kommen, und zwar zu Einschränkungen der Fahrgäste. Das ist niemand anderes als betroffen als derjenige, der den Bus benutzt, der die Straßenbahn benutzt. Das sind die Pendler, die jeden Tag zur Arbeit fahren müssen. Das sind viele Schülerinnen und Schüler. Von den Menschen reden wir und von niemandem anders. Das hat auch ein bisschen was mit Ehrlichkeit zu tun, wenn man über den ÖPNV spricht. Meine Damen und Herren, wir sind gerne dabei, konstruktiv mitzuarbeiten. Die vorliegenden Anträge erscheinen uns allerdings da nicht besonders ausgewogen zu sein. Da schließe ich mich dann auch durchaus den Vorrednern von der SPD an. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Caspar für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Hessen ist Mobilität für die Menschen von besonderer Bedeutung. Für Hessen ist auch sehr wichtig, dass wir eine gute Verkehrsinfrastruktur haben. Das gilt sowohl für den Bereich des Warentransports als auch für die Mobilität der Menschen. Und Mobilität der Menschen ist wichtig sowohl im ländlichen Raum als auch im Ballungsraum. Während wir im ländlichen Raum allerdings die Probleme haben, dass durch reduzierende Bevölkerungszahlen oder die Reduzierung der Bevölkerungszahl es immer schwieriger wird, ein gutes Angebot aufrechtzuerhalten, haben wir in den Ballungsräumen die Herausforderungen, das mehr an Mobilität aufzufangen, und zwar auch aufzufangen mit einem besseren Angebot an öffentlichen Personennahverkehr. Deswegen sind wir in Hessen sehr froh, dass unsere Verhandlungsführer auf Bundesebene, insbesondere Herr Staatsminister Al-Wazir, hier erreichen konnte, dass die Regionalisierungsmittel erhöht worden sind, die wir vom Bund bekommen. Die Länder bekommen insgesamt 8 Milliarden € und das indexiert. Und wenn man sich die Indexierung anschaut, dann kann man schnell ausrechnen, in 6 weiteren Jahren werden aus den 8 Milliarden € 9 Milliarden €. In 5 weiteren Jahren werden aus den 9 Milliarden € 10 Milliarden €.
also insoweit mit der Indexierung eben auch eine Perspektive für die weitere Entwicklung dieser Mittel. Was wir noch nicht abschließend wissen, in welcher Form die genaue Aufteilung erfolgen wird, da bedarf es noch der Verordnung des Bundes, die der Bund im Einvernehmen mit den Ländern ebenfalls herstellen will. Allerdings würde das für Hessen keinen großen Unterschied machen. Es geht nämlich darum, ob die Mittel entweder nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt werden oder, was die Länder mal in diesem Zusammenhang vorgeschlagen hatten, nach dem Kieler Schlüssel. In beiden Fällen würden sich die Mittel für Hessen etwa im Bereich zwischen 7,3 und 7,8 bewegen, je nachdem, wie die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren sein wird. Da brauchen wir zwar noch Klarheit, aber von der Größenordnung ist das nicht das Entscheidende. Deswegen war es auch völlig richtig, dass nachdem der Bund diese Vereinbarung mit den Ländern getroffen hat und wir wussten, dass die Mittel für den ÖPNV sich damit erheblich erhöhen können, die Landesregierung auch den Verkehrsverbünden gleich mitgeteilt hat, dass diese Mittel den Verkehrsverbünden eins zu eins zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine sehr gute Entscheidung, weil das damit auch den Verkehrsverbünden Planungssicherheit gibt. Alles in allem kann man, glaube ich, feststellen, ein gutes Verhandlungsergebnis, was in Hessen auch jetzt hervorragend umgesetzt wird. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir wollen eine Verkehrswende hin zu umweltgerechter und klimaschonender Mobilität. Wir wollen es attraktiver machen, dass Menschen auf Alternativen zum Auto umsteigen. Dafür brauchen wir gute alternative Angebote und Verkehrskonzepte. Ja, auch die Förderung von Fuß- und Radverkehr. Wir unterstützen das mit der neu geschaffenen AG Nahmobilität, aber vor allem auch einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr. Und der kostet Geld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben auf Bundesebene für die Aufstockung der Finanzierung des Regionalverkehrs gekämpft. Wir waren erfolgreich. Und ich will das ausdrücklich sagen. Natürlich könnte man sich immer noch mehr wünschen. Und es ist auch nicht so, dass die getroffene Vereinbarung zu den Regionalisierungsmitteln zwischen Bund und Ländern jetzt bedeutet, dass paradiesische Zustände eintreten. Aber es ist ein vernünftiger Kompromiss. 8 Milliarden für die Bundesländer insgesamt, 1,8 Erhöhung jedes Jahr. Das schafft eine verlässliche und langfristig belastbare Grundlage für die Finanzierung, insbesondere des Schienenpersonennahverkehrs, und könnte Planungssicherheit aus diesem Bereich bis zum Jahr 2031 bringen, wenn, ja, wenn wir endlich wüssten, nach welchem Schlüssel das Ganze verteilt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen auch von dieser Stelle, wir brauchen Rechtssicherheit und wir brauchen einen Verteilungsschlüssel, den das Bundesverkehrsministerium jetzt vorlegen muss, damit wir Klarheit haben, wer wie viel bekommt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil, nur um Ihnen das einmal zu sagen, wie die momentane Situation ist, bis Juni, also bis nächsten Monat, verteilt der Bund lediglich den Betrag aus 2015 von 7,4 Milliarden € nach dem alten Schlüssel und sagt dann, dass es eine endgültige Verrechnung später gibt. Nur wir wissen eben bis heute nicht, wie eine solche Verrechnung aussehen könnte. Deswegen sage ich sehr deutlich, ja, wir verhandeln mit den Verbünden, und das ist klar. Es ist völlig klar, dass wir, und das will ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, in 2016 kein Problem haben, weil wir noch einen laufenden Finanzierungsvertrag haben und weil die Verbünde auch gesagt haben, NVV und VRN, dass sie mit dem gegenwärtigen Geld auskommen, und der RMV kommt nicht aus. Deswegen haben wir ihm sozusagen einen Vorabzuschlag zugesagt, mit Zustimmung auch der anderen Verbünde. Aber die Bestellungen für das nächste Jahr werden
jetzt ausgelöst. Ich will sehr ausdrücklich sagen, ich kämpfe dafür, dass wir an dieser Stelle bald Klarheit bekommen. Ich will auch ausdrücklich sagen, dass wir eine neue Finanzierungsvereinbarung mit einer Laufzeit von 5 Jahren, 2017 bis 2021, abschließen wollen und daran mit Hochdruck arbeiten. Einen Punkt will ich noch erwähnen, die Infrastrukturkosten, nämlich die Trassen- und Stationspreise. Da hat der Bund bisher nicht geliefert. Wir haben uns geeinigt darauf, dass sichergestellt werden muss, dass diese Trassen- und Stationspreise nicht stärker steigen, nämlich um die 1,8 %, die wir auch sozusagen im Bereich der Regionalisierungsmittel insgesamt bekommen. Das heißt, wir bestehen darauf, dass die Steigerung bei den Trassen- und Stationspreisen, also bei dem, was sozusagen Schienenfahrzeuge an Maut bezahlen müssen, um das einmal mit dem Lkw-Verkehr zu vergleichen, dass das nicht mehr als 1,8 % im Jahr sein darf. Und da sind wir bisher sehr unzufrieden mit dem, was der Bund uns vorgelegt hat bzw. bisher nicht vorgelegt hat, und auch mit dem, was bisher im Eisenbahnregulierungsgesetz drinsteht. Ich will das ausdrücklich sagen. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass es dort nicht weitergeht. Ich will weitergeht mit exorbitanten Steigerungen, die am Ende für die Verkehrsleistung fehlen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn wir gerade dabei sind, Stichwort Infrastrukturförderung, wir wollen, dass es auch schnell Klarheit gibt über die Frage, wie das Bundes-GVFG, also der Anteil, den der Bund für Investitionskosten in den Ländern zur Verfügung stellt, dass der auch klar ist, dass der in der Summe klar ist. Die Verkehrsministerkonferenz hat sich im letzten Monat darauf geeinigt, übrigens einstimmig, dass wir sagen, wir brauchen 500 Millionen € im Jahr. Und wir wollen auch da eine Dynamisierung haben. Das ist gerade für Hessen exorbitant wichtig, weil wir ohne ein Bundes-GVFG die nötigen Ausgaben für die Main-Weser-Bahn, also den Ausbau der S6, für die nordmainische S-Bahn, die Regionaltangente West und die großen Stadtbahnprojekte in und um Frankfurt, weil wir das nicht hinkriegen, wenn wir nicht an dieser Stelle einen Investitionsbeitrag des Bundes bekommen. Auch deswegen brauchen wir da schnell Klarheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzter Punkt, Stichwort Entflechtungsgesetz. Auch da haben wir keine Klarheit, wie es weitergeht, weil die Bund-Länder-Finanzbeziehungen auch noch ungeklärt sind. Das bedeutet, wir haben einen weiter wachsenden Finanzierungsbedarf im öffentlichen Personennahverkehr, den wir decken müssen. Wir haben mit dem ÖPNV einen hohen Nutzen für die Allgemeinheit, für die Anleger, auch für Unternehmen. Und deswegen, Kollegin Wissler, prüfen wir ergebnisoffen auch die Möglichkeit einer Finanzierungsbeteiligung Dritter an den ÖPNV-Erschließungskosten. Aber ich sage ausdrücklich ergebnisoffen, weil wir wissen, dass es am Ende meistens in der Wirklichkeit nicht so einfach ist wie in den Anträgen der Linksfraktion. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir Schritt für Schritt an dieser Stelle vorankommen, dafür sorgen können, dass die ÖPNV-Finanzierung in Hessen auf eine langfristige und gute Grundlage gestellt wird, und hoffe, dass wir an dieser Stelle dann die Unterstützung des ganzen Hauses bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir beenden damit die Aussprache. Wir überweisen beide Anträge zur weiteren Bearbeitung in den Wirtschaftsausschuss. Keiner widerspricht, dann ist das beschlossen.